Tja. Zwei von diesen blöden Zündkerzen fehlen uns noch. Hier ist nicht sehr viel Deckung. Das ist sehr unpraktisch. Wobei ich es aber schon mal ganz praktisch finde, zumindest war es ja vorhin so, dass ich glaube ich die Positionen, wo man die Leute weggemacht hat, nicht wieder nachbesetzt werden. Wenn man wollte, es gibt ja nicht so einen unendlichen Spawn. Du machst ihn weg und dann kommt der nächste, du machst ihn weg, dann kommt wieder der nächste und du kommst einfach an diese Position nicht vorbei, weil da am laufenden Band neuer steht. Dem ist hier nicht so, der ist dood und dann bleibt der dood. Der ist dood, nee, der pieft nur eine Runde. Aber wir gehen mal hier in die Windmühle rein. Schnell laufen ist immer noch sehr kontraproduktiv, okay? Das ist schön gemacht. Und der eine rennt hier oben rum. Den natürlich zu erwischen ist natürlich jetzt mal... Okay, das scheint ganz oben zu sein. Oder? Findet den Bastard und tötet ihn. Oh. War das sein? Sehr geil. Sehr, sehr geil. Da haben wir 40 Schuss, da haben wir 7 Schuss. Dann haben wir wieder 8 Schuss. Eins. Zwei. Drei, vier. Ich kann jetzt natürlich hier nicht schießen. Und da kann man, das Ding kann man wahrscheinlich kaputt machen. Dass die keinen Alarm auslösen können mehr. Du hast recht. Also wenn man rennt draußen, das kriegen die dann schon mit. So doof sind sie dann doch nicht. Ah, ich finde das geil gemacht. Das ist bis jetzt ein wirklich sehr geiles Gameplay. Nur ich stelle mich manchmal ein bisschen blöd an. Die nehmen wir wieder mit. Da drüben läuft einer. Er kann nicht weit sein. Köder werfen, ne. Da läuft auch noch einer. Da zünden die mich an. Nicht so gut. Habe ich gar nicht. Kann ich gesehen, den Affen da unter der Brücke eben.
Da werde ich jetzt nicht leise rüberkommen, oder? Ich könnte ihn zwar erschießen, habe ich nur nichts von. Das ist die Frage, ist er jetzt da reingegangen in die Windmühle? Gute Frage, nächste Frage. Ich möchte auch gar nicht so viel quatschen jetzt, weil... man doch auch sehr auf die Geräusche achten muss, die man so hört. Finde ich zumindest. Wo ist denn der hin? Warum hat der mit mir schon wieder gehört gesehen? Gesehen, gehört, wie auch immer. Nächster Versuch. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Okay. Den kannst du nicht hauen. Doch, nicht hauen. Den musst du erschießen mit seinem dämlichen Gastank da. Der müsste jetzt ein paar mitgenommen haben, so wie der explodiert ist. Das sind so die neuen Rucksackheizungen, glaube ich. Seht jeden Stein um! Er versteckt sich vermutlich irgendwo. Da hast du recht.
Cool. Das ist schade, dass man jetzt die roten Punkte nicht direkt auf der Karte sieht. Irgendwo da oben. Findet den Bastard und tötet ihn! Nein, nicht töten, das ist nicht nett. Wir müssen ihn finden! Ich töte euch ja auch nicht. Geht kein Risiko ein! Fordert Hilfe an, wenn ihr ihn seht! Dreht jeden Stein um! Findet diesen Bastard und tötet ihn! Findet diesen Bastard und tötet ihn! Der Kotsch ist... Das eigentlich so rausnehmen, ohne dass das jemand merkt? Nee, ne? Oder doch? Findet diesen Bastard und tötet ihn! Nur noch einer. Oh, nur noch. Geht ja noch. Findet diesen Bastard und tötet ihn! Ich höre ihn quatschen, aber ich sehe ihn nicht. Ich möchte mal... Da. Findet diesen Bastard und tötet ihn! Ist er echt so blind? Geht kein Risiko ein! Fordert Hilfe an, wenn ihr ihn seht! Dreht jeden Stein um! Er versteckt sich irgendwo! So wie das so. Also die Alarme kann man deaktivieren, das ist doch schon mal was, oder? Was ist hier so? Ach, ein Pferd. Pferd brauchen wir jetzt nicht. Das ist, glaube ich, ein bisschen sehr auffällig mit dem Pferd. Aber da hinten war noch eine Waffenkiste. Wobei hier wahrscheinlich auch irgendwo, aber... Egal, das muss mal das ausreichen, was wir jetzt dabei haben. Ich hoffe, nachher wird auch die Position des Panzers wieder angezeigt. Da finde ich ja nie wieder zurück. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo ich lang rennen müsste. Aber da scheint keiner zu wohnen. Noch nicht. Immerhin. Neun Schuss sind nicht sehr viel. Hallo, jemand zu Hause? Das ist echt sehr schön gemacht, dass man auch schön weit außen rum gehen kann. Bei den ganzen anderen Spielen war es ja eigentlich immer so, dass es relativ eng war. Also bei den anderen Battlefield-Spielen, finde ich zumindest. Bei COD brauchen wir mal gar nicht von reden. Was das angeht. Das haben die echt schön gelöst. Au. Stacheldraht ist böse. Da ist auch der Motor. Echt jetzt so einfach und hier ist kein anderer, der den bewacht. Oder war das einer, wo ich schon mal war?
Auch okay. Tada. Okay, ich hab alle. Schnell zurück zu Bess. Okay. Warum waren jetzt die anderen nicht so einfach? Warum musst du mich da durchboxen? Oder war das nicht der erste Motor gleich wieder? Sind die, spawnen die wieder die zum Kerzen? Sehr, sehr komisch. Und nicht, dass wir jetzt auf den letzten 3,50 Meter hier noch eine aus der blaue Bohne fangen. Und hier war der erste Motor, genau. Da steht der Panzer. Also die Wachen, die übrigens rumeiern und das Dorf da bewachen, machen ihren Job nicht besonders gut, wa? Normal hätten sie in der Zeit schon längst den Panzer hier aufklären müssen. Ah, ich hab's in Kerzen. Und ich sag noch, sei ich auf den letzten 2,50 Meter. Das hakt. Bin kurz vom Weg abgekommen. Hier gibt's auch gar keinen richtigen Weg. Wir finden einen. Du bist der Fahrer. Arbeit, Jungs. Krass, oder damals konnte man die Zündkerzen so mit den Finger rein und rausschrauben. Wir waren nicht schlecht, oder? Ei. Das ist die letzte gewesen. Werfen wir sie an. Ich hab alles richtig gemacht. Wirklich alles. Mein ganzes scheiß Leben lang. Ich hab immer alles strikt nach dem verdammten Handbuch gemacht. Dem verdammten Handbuch! Hört da ein Mimimi? Was ist nur los mit dir? Du dämliche! Du dämliche Scheißkack-Drecksmaschine! Ach komm schon! Komm, Bess, na los! Reiß dich doch mal zusammen und arbeite mit mir! Verdammte Scheiße! Und ich dachte, du machst einen ordentlichen Kampf, Bess! Der Treffpunkt liegt hinter diesen Hügeln dort hinten. Achte einfach auf das Dorf da unten. In Ordnung, Jungs. Gut festhalten. Es geht los. Linke Flanke. Er wollte eine Panzerfahne in das Dorf ein. Sachte, Leute. Wir sind jetzt tief im Jerry-Gebiet. Und wir haben keine Ahnung, womit wir es zu tun haben. Das nenne ich aufmuntern. Leute, wir haben so lange zusammengehalten. Lasst uns das nicht kaputt machen. Die alte Bess hat uns so weit gebracht. Und wenn wir mithelfen, schafft sie den Rest auch noch. Natürlich.
ganz praktisch, dass man hier auch unendlich Munition hat im Panzer zumindest. Weil das wäre noch beschissener. Stellt euch mal vor, man hätte, keine Ahnung, 20, 30 Schuss. Und dann müsste man erstmal irgendwie so ein Munitionsdepot finden, damit man seine Munition da auffüllen könnte. Das wäre richtig scheiße. Aber so geht's ja noch. Gib's ihn, McManus! Jag ihm noch eine rein! Ist hier jetzt hinüber oder doch? Weil das Symbol leuchtet dann noch. Bleib an ihm dran, bleib dran! Nein, 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 weiter. Okay. Das war's für ihn! Jetzt ist er hin, okay. Die brauchen also schon eine ganze Menge Schuss, damit sie kaputt gehen. Oder man muss halt anders treffen. Das möchte ich jetzt nicht bestreiten, dass man ihn vielleicht anders treffen kann, dass die gleich eher hochgehen. Ist auch lustig, aber man guckt immer ganz vorsichtig so Stückchen für Stückchen weiter, weil man keinen Bock hat, hier selbst in die Luft gejagt zu werden. Aber normal wäre es ja vollkommen egal, weil der Panzer eh so Krach macht. Was sagt er? Unkaputtbare Lampen hier, wunderbar. Was ist da runter? Ich hab keinen Bock auf so einen engen Häuserkampf eigentlich. Man sieht hier noch nicht immer richtig. Gib auf oder stirb! Stirbst du! Kamerad, gefallen! Komm raus, du Schwein! Das nenne ich mal Kampfmoral. So vom Panzer stehen, komm raus oder stirb. Natürlich komme ich aus meinem Panzer raus. Kriegen Besuch. Von zwei Seiten besucht. Halt mich in Linie mit dem leichten Panzer! Machen Sie sie fertig! Wir haben den kleinen Bastard! Reparieren ist immer wichtig, dass wir uns hier nicht verschätzen, da links noch einer. Komm, 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 komm. Gut gemacht, fahren wir weiter.
muss ja nicht lang. Da rechts hin, okay. So, über die Brücke muss ich rüber. Ich kann wahrscheinlich auch nicht weiterfahren. Distanz stimmt! So, wa? Was passt denn hier rüber, aber gerade so? Geschütz bereit! Sehr ungünstig. Versuche hinter sie zu kommen, da ist die Panzerung schwächer. Ach. Ja! Hey, nicht übermütig werden, Jungs. Gib mir freie Schussfelder, Wurz. Ich finde es geil, dass man den, also den eigenen Panzer immer wieder selbst reparieren kann. Das ist geil gemacht. Es ist zwar nicht so wirklich realitätsnah, aber ist ja auch ein Spiel hier, ne? Komm, wir machen 100% voll. Fuck, die wandern. Fahrzeuge braucht sie eh nicht mehr. Immer so oft, das Feld ist immer so ein bisschen blöde für einen Panzer, nicht? So. Fahrgleise! Auf der anderen Seite dieser Anhöhe ist ein Zugdepot. Wir wollen zu der Hauptstraße direkt dahinter. Sonst noch Wünsche? Das ist ein Sammelpunkt. Die wollen Combray zurückerobern. Also fahren wir durch. Und dann? Lassen wir ihnen die Überraschung am Treffpunkt. Wie Keine lautet denn große der Plan? Reichweite, das Ding, ja. Wir haben die Initiative. Wenn wir uns hart und schnell treffen, könnten wir wirklich was bewegen. Also gut, ziehen wir es durch. Bleib in Bewegung. Verwirrt sie und hofft darauf, dass sie nicht merken, dass wir ganz allein sind. Na, wie gefällt dir das, Fritz? Advent, Advent der Panzer. Na, noch ein. Ja! Panzer erledigt! Mein Ding, oh, der fliegt durch die Gegend, ey. Leck mir am Arsch, da kommt noch ein Panzer da links. Ein leichter zumindest, okay. Siehst du ihn? Richte Geschütz aus! Ja, komm mal ein bisschen schneller. Guter Schuss! Ketten ab.
Das war zu weit nach vorne. Volltreffer! Ha! Jetzt sind sie nicht mehr so hart, was? Ganz ruhig, bleib konzentriert! Genau. Kann noch mehr Scheiße kommen hier. Wo quatschen wir denn? Gute Frage, nächste Frage. Aber ich glaube nicht, dass es nur zwei Panzer hier gibt. Ja. Fiel mir gerade die Worte, was ich dazu sagen soll. Alle deutschen Fahrzeuge, die ihr findet. Die haben da wohl ein bisschen Munition gelagert, muss ich meinen. Die Dinger doch auch, oder nicht? Wer bitteschön ist denn in der Realität so bescheuert und läuft auf dem Panzer zu? Die nicht mehr kaputt machen? Scheinbar sind wir wohl schon ganz kaputt. So. Okay. Echt nur zwei Panzer, das war's dann. Alles klar. Schau mal. Ein bisschen reparieren. Was da war mein, dass sie ja nicht nur die zwei Panzer haben. Ist auch nur schade, dass man nicht genau lokalisieren kann, von wo die genau rufen. Also zumindest nicht mit einem Stereo-Effekt. Beziehungsweise Stereo-Kopfhörer. Lassen wir sie büßen, Mann!
fahrt weiter! Die stehen so weit weg und machen da so einen Krach. Wir sollten möglichst schnell nach Cambrai fahren, direkt die Hauptstraße entlang. Aber genau von dort werden sie kommen. Edward, finde eine Position, an der wir sie erwarten können. Das ist die Frage, meinen die das da als Hauptstraße? Wir müssen dieses Zugdepot verteidigen, Jungs. Komme, was wolle. Ich bin mal gespannt hier. Distanz passt. Und ja, die beiden mit der Hauptstraße. Immer in Bewegung! Nochmal, den zeigen wir! Perfekt! Alter! Dann mal los, Jungs! Verdammt! Das war gar nicht. Yep. Okay. Man muss ja erstmal wissen, von wo die kommen, nicht? Gott! Sir Edward! Hey! Wir kommen! MG bereit! Steig wieder ein, dann! Es ist schwer zu treffen. Distanz stimmt! Zumindest fährt er nicht mehr. Dann bin ich blind, ey. Von hinten. Perfekte Distanz! Wir haben den kleinen Bastard! Just go. Los, Edwards, unternimm was!
Das ist wunderbar, ich kann den zaubern. Guter Schuss! Treffer! Jetzt weiter so! Versuche hinter sie zu kommen, da ist die Panzerung schwächer. Der Gegenangriff war leider nicht so hart, wie er hätte sein können. Da kommen noch mehr. Dann verschanzen wir uns hier und kämpfen! Dann soll Bess mal machen, was sie am besten kann. Kaputt gehen? Ich glaube, ich stehe sogar ein bisschen sehr ungünstig, oder? Sie ist fahrbereit, Edwards! Na, herzlichen Glückwunsch. Eine absolute Festung! Bring mich in Position! Ich bin in Reichweite! Los geht's! Ich bin dann wieder zurück. Alter. Mal gut, dass wir nicht sehr gut spielen können. Alles okay, fahr mal. Gegner! Erledige ihn! Für ihn! Das Haus ist weg. Zeit hier ein bisschen zu reparieren. Scheinbar nicht. Wie viele Leute denn? Ich muss ein bisschen definitiv schon was reparieren können. Wow. Oder auch nicht. Okay. Ist natürlich immer ein bisschen blöde, wenn man ihn sieht oder weiß, wo die herkommen. Feldgeschütz! Ich hoffe, dass es jetzt die zweite Runde schon ist und nicht wieder die erste. Höher. Machen Sie sie fertig! Okay. Gütiger Gott! V-Panzer! Jetzt zählt's mit McManus! Schön, dass du hier gerade ein bisschen Ruhe hast. Warum macht er nichts? Schön, dass er wartet.
Wir haben es geschafft, Jungs! Du hast es geschafft! Nächster Halt, komm! Sir! Was? Edward! Bewegung! Oh nein! Bilde dir nicht ein, dass du uns jetzt einfach so wegsterben kannst! Mir geht's gut! Aber so viel Spaß macht mich müde! Los jetzt! Aha! Da werden doch sicher noch mehr Panzer kommen jetzt, oder? Artillerie! Fahr! Klasse. Bist du okay, Atlas? Aha. Machst du da voll den riesen Affen, dass der Panzer heile bleibt und jetzt wird er trotzdem zerlegt. Na super. Nur hinzu. Das Spiel ist jetzt aber noch nicht zu Ende, oder? Das wird mir jetzt aber sehr... Ach nee, das waren ja mehrere Optionen auf der Landkarte. Rein. Aha. Weiter. Ach, das war jetzt das und dann die vier Missionen hier, richtig? Oder wie sehe ich das jetzt? Bevor ich nach Europa kam, hatte ich noch kein echtes Flugzeug gesehen. Hoch über uns zogen sie ihre Kreise wie ein Schwarm tanzender Vögel. Die Piloten waren Legenden, die neuen Helden der Lüfte. Aber die Realität sah anders aus. Denn die meisten dieser tapferen Männer starben früher oder später in den qualmenden Wracks ihrer Maschinen. Das heißt, es gibt nachher dann praktisch die verschiedenen Waffengattungen, sag ich jetzt mal. Panzer, Flugzeug, Schiff wahrscheinlich noch. Und keine Ahnung was, ne? Aber fliegen mit der Tastatur, das ist so kompliziert. Das wird voll in die Hose gehen. Mm-hmm.
10 Stunden Flugerfahrung reicht doch aus, oder? Reinsetzen und auf Wiedersehen. Ich im Flieger, oh nee. Ich habe nichts mehr zu setzen, du Idiot. Das Flugzeug. Lächerlich. Warum denn nicht? Ich bin ja sowieso besser als du. Was hast du denn? Jetzt ist Zahltag, Blackburn. So war das nicht geplant. Aber weißt du, ich glaube, ich nehme das Flugzeug trotzdem. Was zum Verdammt nochmal? Du hast verloren, ich hab gewonnen! Das Problem ist, Rackham, es ist ein sehr schönes Flugzeug. Und du bist ein Trottel. Ich hab dich schwer besiegt, verdammt! Halt dich bloß von dem feinen Vogel fern! Du Dreckskerl! Das kannst du nicht machen! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Mein Name ist Clyde Blackburn. Ich bin Pilot und ein Spieler. Ich bin George Rackham! Ich hey, bin noch ein Spieler! Rackham, verdammt! Hör mir zu. Pass doch! Bleib bloß von meinem Vogel weg, du Mistkerl! Wenn man mich nach meinem größten Fehler fragt, dann müsste ich wohl sagen, ich bin nicht besonders ehrlich. Ich will nicht fliegen. Ich bin Wilson und du bist sicher George Rackham. Klar, ich bin Rackham. Ich bin dein Mann. Natürlich. Na los, bringen wir den Vogel in die Luft. Oh nein. Du bist George Rackham, Sohn des 4. Earl of Windsor. Genau. P.P. breites Haus. Meine bombastisch geile Grafik, kannst du nicht anders sagen, aber ich möchte nicht fliegen. Hey, du da hinten! Großartiger Tag für ein Picknick, findest du nicht? Unbedingt. Natürlich. Siehst du das Flugzeug da vorne? Zu dem musst du aufschließen. Ja, ja! Hör mal, ich kenne ja diesen französischen Schuppen. Wir könnten vielleicht ein paar Mädchen aufreißen. Was redest du da von Mädchen? Moment mal eben, die Maus muss andersrum. Da wohl er nicht. Da wohl er. Fliegen. Toll, kann man es nicht irgendwie umkehren? Wir spielen nicht mit Pad. Wobei ich fast am Überlegen bin, diese Fliegergeschichte mit Pad zu spielen. Der Schub ist klar oben, Nase runter. Na toll. Das bringt jetzt, glaube ich, gar nichts. Das hier ist ein Testflug. Du musst der Route folgen, die dir das andere Flugzeug vorgibt. Okay, du bist der Boss. Peace out. Schön gemacht. Ja, okay, ich kann es nicht anders sagen. Für den Steuerknüppel entwickeln. Bleib an ihm dran! Das ist mit der Maus gleich immer so einfach, Kollegen. Bleib an ihm dran. Etwa zu viel für dich? Näher ran! Okay, diese Distanz halten. Sonst noch Wünsche. Festhalten!
verdammten Wingnut! Kinderspiel! Bin gespannt, wie sie sich in einem Luftkampf schlägt. Die Waffen sind übrigens gesichert, nur für den Fall, dass du auf dumme Gedanken kommst. Langsam verstehst du mich. Wie schön! Crystal funktioniert genau wie jedes andere Flugzeug. Mit weniger Gas kannst du engere Kurven fliegen. Das ist ein Glück, mit der Maus zu steuern. Komm schon, danke. Schön. Das ist alles aber nicht einfach, ey. Vielleicht werde ich mir den Trag für irgendwo hängen. Ich sehe ja schon kommen. Gib mehr Gas und bleib an ihm dran. Dann macht die Steuerung einfacher, dann kann ich das auch machen. Wenn auch nicht du fliegst gut, bam, kaputt. Sehr geil. Du fliegst gut, bam, kaputt. Das ist nicht sagen sollen. Mal ganz nach Vorschrift. Dann vergiss die verdammten Vorschriften und lebe mal ein bisschen. Wohin will er jetzt? Lass ihn. Siehst du die Zielballons? Waffen überprüfen. Feuer frei. Mit Vergnügen. Noch mehr Ballons, Rauch und Feuer. Verstanden! Siehst du die Ziele am Boden? Ja, ich sehe sie! Setz Raketen ein, nee, damit du ein Gefühl für Angriffe auf Bodenziele kriegst. Wenn das jetzt die ganze Zeit im Flugzeug, dann würde ich echt ins Pad wechseln, glaube ich. So geht's auch. Nicht. Mit der Maus ist es echt katastrophal. Möchte ich mal gerade behaupten. Siehst du die Ziele am Boden? Ja, ich sehe sie! Nein. Ich will mal kurz gucken, ob ich jetzt das Pad mal gerade benutze. Ich muss das nur mal gerade einschalten, natürlich. Aber egal, ist eh gerade eine Stunde wieder voll. Von daher kann ich jetzt eh kurz die Aufnahme unterbrechen. Das passt natürlich sehr.